Herzlich willkommen zu einer neuen Ausstellung mit dem Titel Die unhintergehbare Verflechtung aller Leben. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Aussage, eine Art von Lebensphilosophie, die Judith Butler geprägt hat. Eine der einflussreichsten, wichtigsten feministischen Theoretikerinnen, eine Philosophin. Wir haben hier eine Ausstellung zusammengesucht, die mit 6 Positionen genau diese unhintergehbare Verflechtung auch vollzieht und in der wir uns in einer, schon in verschiedenen Ausstellungen immer wieder dem Thema der Körperlichkeit und einer feministischen Blickweise widmen. Ich stehe hier in einer kleinen Einzelausstellung zum Werk von Ilse Henin, der wir den ganzen Seitenlichtsaal gewidmet haben. Weil für uns, ich glaube aber auch für alle BesucherInnen, ist in dieser Ausstellung Ilse Henin etwas ganz Besonderes. Sie arbeitet seit den 70er Jahren kontinuierlich mit Zeichnungen an einer unhintergehbaren Verflechtung aller Leben. Denn auch sie fragt sich, wie Kommunikation zwischen den Menschen als auch allen Lebewesen auf dieser Welt möglich ist. Neben Ilse Henin finden wir noch 5 weitere Künstlerinnen in dieser Ausstellung. Allen gemein ist die Verbindung von vermeintlich als weiblich verstandenen Motiven, Thematiken und auch Techniken. Die 1995 geborene US-amerikanische Malerin Gisela McDaniel hat ihre Wurzeln auf Guam. Und sie malt Ölporträts, für die sie die Personen, die sie malt, im Vorhinein lange interviewt und ihre Geschichten in die Arbeiten verwebt. Die Porträtierten nennt sie daher auch KollaborateurInnen, weil sie aktiv an der Erstellung der Arbeiten beteiligt sind, die Motive gemeinsam mit ihr auswählen, aber auch Elemente wie zum Beispiel Schmuck oder Kleidungsstücke schenken, die dann dreidimensional auf das Werk aufgebracht werden. Emma Talbot beginnt ihre Arbeit immer mit einer Zeichnung. In unserer Ausstellung haben wir 2 Rauminstallationen von ihr. Einmal im Kinosaal die große Ellipse, auf der 2 Frauenfiguren gerade im Begriff sind, mit Schlangen zu kämpfen. Und die eine befindet sich sogar in einem Geburtsvorgang. Und in der Seidenarbeit auf der Empore, 14 Meter lange wunderbare Seidenarbeit, geht es um eine Welt nach einem Systemcrash, in der die geisterhaften Figuren auf der Suche nach neuer Hoffnung und neuer Fürsorge sind. Der 1977 geborene Kelty Ferrells beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit dem Thema Identität. In seinen Bodyprints geschieht das auf eine wahnsinnig persönliche Art und Weise, weil er seinen eigenen Körper als Malwerkzeug benutzt. Das bedeutet, er bedeckt sich mit Öl, begibt sich eben auf das Papier und siebt im Nachhinein Pigment darüber, was sich dann mit dem Öl zu einer Farbe auf der Leinwand verbindet. Die Arbeit, die wir hier haben, 14-teilig, namens Chorus, ist die erste Serie an Bodyprints, die entstand, nachdem Ferris seine Transition zu einem männlichen Körper begann. Soraya Shaghi wurde 1988 in Teheran im Iran geboren, lebt aber inzwischen in New York. Ihre Arbeiten sind geprägt von ihrer Begeisterung für die Mythologie, für biblische, antike Vorbilder, die sie in ihren Arbeiten kombiniert, einerseits mit persischer Miniaturmalerei, aber andererseits auch ganz aktuellen popkulturellen Inspirationen, zum Beispiel aus dem Anime. Die irakische Künstlerin Haif Karaman zeigt die Körper vornehmlich von Frauen, aber vor allem von MigrantInnen und Geflüchteten. Sie zeigt die verschiedenen Narben, die diese Körper aufweisen, entweder sichtbar oder unsichtbar, die sie durch diesen Prozess des Geflüchtetseins erlangt haben. Aber die Frauen sind kraftvoll und schauen direkt zurück, nehmen den BetrachterInnen so die Macht über sie. Diese Ausstellung passt sicherlich in eine Zeit, die von der Gender-Debatte bestimmt wird. Wir sind aber der Meinung, dass das ein Thema ist, was über die letzten 50, 60 Jahre immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch aus der Vielfalt, die hier in dieser unhintergehbaren Verflechtung zusammenkommt,
eine neue Dimension schöpft, die generationenübergreifend, medienübergreifend und sicherlich auch gesellschaftspolitisch übergreifend ist.